Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Akt 1 von Wano Kuni ist nun endlich vorbei und bevor Akt 2 diese Woche weitergeht, wollte ich mit euch nochmal das ganze Revue passieren lassen und schauen, was in Zukunft noch so passieren kann. Arthur von The Library of Ohara hat das Ganze hier noch einmal schön zusammengefasst und das werde ich jetzt einzeln mit euch zusammen durchgehen. Zuallererst haben wir hier allgemein Wano Kuni. Wano Kuni ist ja an Japan angelehnt, ans feudale Japan der Edo-Periode. Das heißt, hier gibt es einfach noch alte Gebäude, Samurai, Ninjas, Ninjutsus und solche Geschichten. Regiert wird das Ganze vom Kaiser von Japan, den wir bisher eigentlich noch nicht wirklich gesehen haben. Also auch da sind wir mal gespannt, was da noch kommen kann, wer denn dieser Kaiser ist und wieso dieser Kaiser eben das Ganze zugelassen hat, was mit Kaido und dem neuen Shogun passiert ist. Möglicherweise hat sich auch einfach Kaido selbst zum Kaiser ernannt. Wäre auch eine Variante, so dass er eben noch über dem Shogun von Wano Kuni steht. Dann haben wir immer als zweite Position noch den sogenannten Shogun, wie eben schon erwähnt. Der Shogun ist eigentlich hauptsächlich der militärische Leader. Das heißt, er hat einfach die Befehlsgewalt über die Streitkräfte. Und dann kommt zu guter Letzt noch die Daimyos der einzelnen Länder. Das heißt, jeder einzelne Part von Wano Kuni, so wie Kuri und ähnliches, hat seinen eigenen Leader, also seinen eigenen Häuptling. Ahnung, wie das eigentlich bei Samurais heißt. Naja. Und diese werden Daimyo genannt. Oden war zum Beispiel der Daimyo von Kuri. Wie wir alle wissen, vor 20 Jahren ist Kaido in Wano Kuni eingefallen. Dort hatte er dann damals Oden Kutsuki gefangen genommen, denn er wollte von ihm wissen, wie man denn die Pornoglyphe entziffert oder dass eben Oden Kutsuki die Pornoglyphe für ihn entziffert. Oden hat sich natürlich geweigert und das war nicht so eine gute Idee. Zuallererst wurde mal Odens Vater getötet, dadurch konnte Orochi zum neuen Shogun werden. Dann wurde noch Oden Kutsuki selber bei lebendigem Leibe gekocht. Kaido hat komplett Wano in Asche verwandelt sozusagen, hat Odens Schloss niedergebrannt. In diesem Schloss waren noch Odens Frau Toki Kutsuki, Momonosuke und seine Schwester Hiyori. Kinemon und Co. hatten damals versucht, Toki und sowas zu retten, haben sie letzten Endes nicht geschafft. Aber Toki Kutsuki hat eine Teufelskraft und zwar die Toki Toki Nomi, also die Zeitfrucht. Toki stammt nämlich aus der Vergangenheit. Wie weit aus der Vergangenheit wissen wir bis dato nicht, aber wir gehen alle davon aus, dass es sich ums Void Century handelt, so dass sie also im Grunde die ganze Geschichte kennt. Wer weiß, ob sie Oden was verraten hat oder Momonosuke. Bei Oden könnte ich es mir noch gut vorstellen, Momonosuke wahrscheinlich eher weniger, weil er einfach noch viel zu klein war, um irgendwas von dem, was sie faselt, dann zu verstehen. So. Toki Kutsuki hat es aber dann geschafft, aufgrund mit ihrer Teufelsfrucht Kinemon, Kanshuro, Okiku und Momonosuke 20 Jahre in die Zukunft zu schicken. Was mit dem letzten Retainer mit dem Hut und mit der Schwester von Momonosuke Hiyori passiert ist, wissen wir bis dato nicht. Wano Kuni ist generell aufgeteilt. Wir haben hier zum Beispiel, wie ihr es hier seht, etwas klein, die Hauptstadt, das Flower Capital. Dann haben wir hier noch Kuri, das ist die Region, die eben Oden Kutsuki regiert hat. Dann haben wir hier noch Udon. Udon ist dort, wo eben die ganzen Waffenfabriken von Kaido momentan stehen. Dann gibt es hier noch so ein kleines Bergchen und eben Onigashima. Onigashima ist die Insel, auf der Kaido lebt. Ob Onigashima jetzt wirklich zu Wano Kuni gehört oder es eine eigene Insel ist, ist bis dato noch nicht bekannt. Interessant wäre es, wenn es aber wirklich ein Teil von Wano Kuni wäre. Denn gehen wir mal von dem Fall aus, dass Kaido wirklich seine eigene Rasse ist, also die Oni-Rasse. Eine weitere Rasse in der Unterkategorie der Riesen. Dann könnten die Onis in gewisser Weise in die ganze Geschichte des Void Century auch noch eine Rolle gespielt haben. Und möglicherweise ist Kaido sozusagen der letzte Oni. So, dann kommen wir natürlich auch wieder zu den Gegnern des ganzen Arcs. Hier habe ich ja schon erwähnt, zuallererst Kurozumi Orochi, also der Shogun. Viel wissen wir bisher über ihn noch nicht. Der Shogun
hat irgendwie die Macht übernommen, wahrscheinlich indem er Odins Vater getötet hatte, und regiert jetzt sozusagen Wano Kuni, beziehungsweise ist wahrscheinlich aber immer noch Kaido untergestellt. Wie er aussieht, was er kann, haben wir bis dato keine Ahnung. In einem Kapitel gab es mal ein Panel, wo so ein kleiner Junge mit zwei Linealen rumhantiert hat und irgendwas von Orochis Two-Play-Style geredet hat. Also können wir davon ausgehen, dass Orochi möglicherweise den Zwei-Schwerter-Stil beherrscht. Was halt interessant an der Sache ist, ist sein Name. Er heißt ja Kurozumi Orochi. In der japanischen Mythologie gibt es den Drachen bzw. achtköpfige Schlange, je nachdem wie man sehen will, Yamato no Orochi. Diese Bestie, wie ich es nenne, ich es jetzt einfach mal, hat 8 Köpfe. Ist jetzt eine Frage, steckt dahinter vielleicht wieder in irgendeiner Form eine Teufelsfrucht? Sind wir mal darauf gespannt. Hier seht ihr auch ganz klein dann nochmal einen Handlanger von Shogun, und zwar Kyushiru. Ach, ich muss den Namen immer nochmal nachgucken. Ja, er säuft ganz gerne, ist ein Samurai und findet ein bisschen, dass sein Herr, also der Shogun, ein bisschen ist. Naja, aufgrund einer Prophezeiung von Tokio, zu der kommen wir nochmal später. Dann haben wir natürlich noch Kaido, die Bestie, einer der 4 Kaiser. Man nennt ihn unbesiegbar, weil egal was passiert ist, er wurde schon so oft gefangen und so oft gefoltert und zu Tode verurteilt, und egal was man gemacht hat, man konnte ihn nicht töten. Waffen sind an ihm abgeprallt, Stricke rissen, und er ist jedes Mal wieder entkommen. Zu Kaidus Bande, die Bestienpiraten, gehört zum Beispiel auch Jack. Jack ist einer der 3 Desaster von Kaido, wobei ich ja immer noch, wie gesagt, in einer meiner Theorien denke, dass Jack mittlerweile kein Desaster mehr ist, sondern X-Drake diesen Platz eingenommen hat, nachdem Jack ja so hart versagt hat auf so. Dann gibt es nochmal 2 weitere Desaster, das wären King und Queen. Die haben wir bisher noch nicht gesehen, nur in diesem einen Panel hier, wo es beide auch aussehen, als wären es ziemliche Riesen. Man sollte davon ausgehen, dass Queen wahrscheinlich in irgendeiner Form eine Frau sein wird und King vermutlich nochmal deutlich stärker als Jack sein wird, aber das sind bisher nur reine Spekulationen. Dann haben wir hier noch die Headliner von Kaido. Die Headliner sind besser als das Fußvolk, also als die normalen Standardpiraten in der Bande von Kaido, sind aber nochmal unter den Desastern angesiedelt, heißt sind einfach etwas schwächer nochmal. Da gehören zum Beispiel drunter Jinrami oder Sheepshead oder dessen Namen ich vergessen habe, Speed und auch Holden. Das sind alles Leute, die eine Smile-Frucht gegessen haben, also eine von diesen Teufelsfrüchten, die Caesar Clown selber erschaffen hat, mit der man sich zum Teil in ein Tier verwandeln kann, also eine Art so an Teufelsfrucht, nur kann man sich nicht ins gesamte Tier, zumindest haben wir es bisher noch nicht gesehen, dass man sich ins ganze Tier verwandeln kann. Des Weiteren gehören aber zu den Headlinern noch ein paar interessante Charaktere, und zwar Apu, X-Drake und auch Basil Hawkins. Wie wir aus dem Databook Vivrecard erfahren haben, war es von Anfang an X-Drakes Plan, sich Kaido anzuschließen. Ob er ihn jetzt irgendwie gut findet und deswegen ihn anschließen wollte, oder ob irgendein perfider Plan dahinter steckt, die Macht eines Kaisers zu übernehmen, wissen wir bis dato nicht. Ich tendiere ja eher zu zweiterem. Dann haben wir noch mit Apu und Basil Hawkins 2 weitere Supernovae, die sich Kaido angeschlossen haben, diese aber ja so mehr oder weniger freiwillig. Wie wir noch wissen, bevor das Ganze war, Apu, Basil Hawkins und auch Eustace Kidd wollten sich ja zusammenschließen und Shanks besiegen. Doch dann fiel plötzlich ein Kaido vom Himmel. Einfach mal so. Und es startete wahrscheinlich ein Kampf. Eustace Kidd hat vermutlich gekämpft und verloren, deswegen ist er jetzt mittlerweile in Wano Kuni eingesperrt. Apu hatte wahrscheinlich einfach nur einen tierischen Schiss und hat sich deswegen dann einfach Kaido angeschlossen. Und Basil Hawkins hat dann seine Karten beschworen und gesagt, oh, die Chance zu gewinnen ist vielleicht 5%. Verdammt, ich schließe mich dir an, Bro. Ja. Dann gibt es hier noch weit unten, oh, Jinrami ist gar kein Headliner, Jinrami. Wobei, möglicherweise, ich weiß es noch nicht. Scotch haben wir ja gesehen, der wurde von X-Drake besiegt.
Scotcha war auf einer Winterinsel von Kaidu und hat so eine Waffenfabrik beschützt. Dann kam X-Drake, hat ihm kurz platt gemacht und dadurch konnte sich dann Kaidus Bande anschließen. Und dann haben wir noch die normalen Gifters. Das sind einfach alles mögliche Leute, die eben eine Smile-Teufelsfrucht haben, aber halt eben nicht ganz so stark sind wie jetzt eben die Headliner oder die Disaster. Anscheinend hat Kaido 500 solche Gifters. 500 Leute, die so eine Smile-Teufelsfrucht gegessen haben. Frage ist dann halt noch natürlich, wie viele normale Fußsoldaten hat Kaido noch in seiner Bande? Das wäre jetzt mal die Antagonistenseite von Wano Kuni. Schauen wir uns doch aber auch einfach mal die andere Seite an, und zwar die Verbündeten der Strohbande. Natürlich als Protagonisten ist auf der einen Seite eben die Strohbande, Ruffy und Co., die gegen Kaido kämpfen. Alleine hätten sie keine Chance. Sie hatten ja schon gegen Big Mom nicht wirklich so eine gute Chance. Wie sollen sie dann einen Kaido besiegen, der wahrscheinlich ebenso stark ist wie Big Mom, wenn nicht sogar stärker? Ja, zum Glück haben sie ja auf dem Weg Kinemon, Kanshiro, Raizo und Momonosuke kennengelernt. Alles Ninjas bzw. Samurais aus Wano Kuni. Diese wollen sich an Kaido rächen, weil sie eben ihren Herrn bzw. Vater getötet haben, und zwar Oden Kutsugi. Diese haben sich dann den Strohhüten angeschlossen, sind aber natürlich nicht alleine, nein. Anscheinend laut Kinemon haben sie 5000 Männer, die sich ihnen im Kampf gegen Kaido anschließen möchten. Zudem erwähnte dann eben Kinemon noch drei extrem starke Samurai. Ashura Doji, wo wir jetzt mittlerweile wissen, das ist Sentomaru. Kawa, muss ich kurz nachgucken. Steht jetzt gerade hier nicht so dran. Ja, auf jeden Fall nochmal zwei, doch da steht es auch. Denshiro und Kawamatsu. Zwei weitere sehr, sehr starke Samurai. Und dann, wie wir es hier auf dem Bild sehen, Eustace Kid. Wobei es hier noch die Frage natürlich stellt, schließt er sich wirklich den Strohhüten bzw. der Allianz an? Wenn ja, ein äußerst mächtiger Kämpfer dabei. Geil. Wenn nicht, blöd. Dann darf man natürlich nicht vergessen, kommen ja auch noch die ganzen Minks. Das heißt Inuarashi, Nekomamushi und Co. Und da sie ja alle Kaido in 2 Wochen beim Feuerfestival angreifen möchten auf Onigashima, welches dann ganz zufälligerweise in einer Mondnacht ist, werden die ganzen Minks ihre Sulong-Form haben. Wer jetzt zum Beispiel die letzte Episode von One Piece geguckt hat oder eben den Manga verfolgt, weiß, wie mächtig so ein Mink in seiner Sulong-Form werden kann. Und ich meine, wenn Carrot schon so mega mächtig war, was werden dann erst Inuarashi und Nekomamushi, die wahrscheinlich deutlich stärker sind? Das könnte wirklich gut werden. Naja, wen wir aber nicht vergessen dürfen, welcher leider sehr oft vergessen wird in Wano Kuni, ist Caribou. Diese wurde ja von Chimbei gefangen genommen und der Marine ausgeliefert, konnte aber dann nochmal entkommen mit Hilfe seines Bruders, den er dann wiederum wieder betrogen hat und dann auf irgendeiner Insel gestrandet ist, wo er dann von X-Drake aufgesammelt wurde und zu Kaido gebracht wurde. Jetzt denkt man sich erstmal, ja, was will Kaido denn mit so einem Lappen? Ich meine, erstens, ihr dürft nicht vergessen, er hat eine Logia. Klaro, Logia ist in der neuen Welt nicht mehr so viel wert, aber ist immer noch stark. Und zum anderen, was die meisten Leute vergessen, Caribou weiß, wer Poseidon ist. Caribou kennt das Geheimnis von Shirahoshi. Und dieses Geheimnis würde sicherlich Kaido mitteilen, um eben sein Leben zu retten. Und dann ist halt die Frage, wie wird Kaido damit verfahren? Momentan ist ja zur gleichen Zeit die Reverie. Die Reverie soll insgesamt 7 Tage gehen. Akt 1 von Wano Kuni ist jetzt alles in einem Tag behandelt worden. Das heißt, wenn wir dann noch in Bezug nehmen, dass der Angriff auf Kaido erst in 2 Wochen stattfindet. Was passiert wohl in der Woche, wo die Reverie endet, bis eben der Angriff auf Kaido erfolgt? Es könnte gut sein, dass sich in der Reverie irgendwie entscheidet, dass sie jetzt mittlerweile Wano Kuni einnehmen möchten, weil sie eine neue Streitmacht oder stärkere Streitmacht brauchen. Oder sie wissen eben, dass Kaido dort vor Ort ist, werden deswegen doch noch die Marineleute und sowas nach Wano Kuni schicken. Angeteased wurde das Ganze ja schon von Kizaru, der sich angeboten hat, hey, soll er nicht mal nach Wano Kuni gehen, und Aka Inu ihn erstmal zurückhielt und sagte, wir haben keine Ahnung, wie stark die Samurai sind. Möglicherweise wird auf der Reverie dann wirklich entschieden, hey, ihr geht jetzt mal nach Wano Kuni und checkt mal die Lage.
Das wäre natürlich episch, dann hätten wir auch noch die ganzen Marineleute in Wano Kuni. Passen würde es sehr gut. Ich meine, Oda sagte nicht umsonst, dass Marineford verglichen mit dem Wano Kuni Krieg wie ein Kinkerlitzchen aussehen wird. Das heißt, wir könnten eigentlich auf jeden Fall wieder einen riesigen Kampf mit vielen spannenden Charakteren erwarten. Da würde natürlich die Marine auch noch sehr gut reinpassen, wenn sie sozusagen als dritte Fraktion noch mit eingreift. Dann haben wir nicht nur diesen One-on-One-Fight, Kaido vs. Ruffy, nein, wir haben auch noch eine dritte Partei, die dann bei beiden nochmal mit eingreift und könnte halt das komplette Verhältnis, das Machtverhältnis nochmal verschieben. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, die Frage ist halt, wenn Caribou es ihm jetzt innerhalb der ersten Woche verrät, könnte Kaido in irgendeiner Form einen Angriff vielleicht auf die Fischmenscheninsel wagen oder eben auf die Eskorte, die Hiroshi wieder zurück zur Fischmenscheninsel bringen würde? Ich meine, sie könnten ja versuchen, das anzugreifen und sich so mit Shirahoshis, also Poseidons, zu bemächtigen. Dann würden sie aber auch gleichzeitig wieder gegen Garp antreten. Das wäre natürlich epochal. Und Kaido hatte ja schon angekündigt, er möchte die Weltregierung vernichten, er möchte die Weltregierung angreifen. Wäre natürlich krass, wenn Kaido nach der ersten Woche im Grunde entscheidet, er möchte die Weltregierung jetzt angreifen, er möchte Poseidon haben und die Strohbande und Co. geht dann auf einmal nach Onigashima und Kaido ist einfach nicht da. Er ist einfach nicht da. Puh, krass. Dann haben wir hier noch weitere Charaktere, die möglicherweise in Wano Kuni noch auftauchen könnten. Hätten wir zum einen Gecko Moria. Ja, auch dieser könnte in Wano Kuni noch auftauchen. Denn immerhin war Kaido derjenige, der Gecko Morias Bande vernichtet hat. Gecko Moria muss Kaido auf alle Fälle hassen. Moria hat auch damals eben den Körper von Ryuma geklaut und auch das Schwert Jusui. Würde einfach passen, wenn er in Wano Kuni auftaucht, um vielleicht doch nochmal Kaido entgegenzutreten oder zu besiegen. Dann hätten wir wieder nochmal eine Partei, die wieder irgendwie in das Machtverhältnis eingreift. Vermutlich wird sich dann Gecko Moria, sogar Ruffy und Co. anschließen. Ein weiterer Charakter, der möglicherweise in Wano Kuni auftauchen könnte, ist Edward Weevil. Wie wir ja wissen, möchte er eben Marco und Co. vernichten, weil sie seinen Vater Whitebeard nicht beschützt haben. Also Vater, wir wissen es ja noch nicht, ob es auch wirklich der Vater ist. Und Miss Barkin sagte, ja, hey, Ruffy war auf Marineford, der wird doch sicherlich wissen, wo Marco ist. Deswegen macht sich Edward Weevil momentan auf die Suche nach Ruffy. Ruffy befindet sich auf Wano Kuni. Wenn Edward Weevil es irgendwie rausfindet, könnte auch Edward Weevil in Wano Kuni auftauchen. Und was dann? Dann kämpft er erstmal gegen Ruffy oder wie oder wo oder was? Und Ruffy plättet erstmal Edward Weevil und danach Kaido? Oder kommt er auch in diesen Krieg mit rein? Und kämpft dann gegen Ruffy? Oder gibt es vielleicht sogar ein Stare-Off hier? Edward Weevil gegen Kaido und die... Bam! Das könnte ja alles... Ja, es könnte richtig krass werden. Dann haben wir dann noch Chimbei. Chimbei hat ja den Strohhüten geholfen, von Whole Cake Island zu entkommen. Wir wissen aber nicht, was momentan mit ihm ist. Lebt er noch? Ist er gefangen? Ist er entkommen? Who knows? Oder sagt er, zeichnet ihn momentan auf keiner Coverpage, da wir sonst erschrocken wären, was ist? Hat er möglicherweise einen Körperteil verloren oder sowas? Wir wissen es nicht. Aber auch er, sollte er entkommen sein, könnte in Wano Kuni auftauchen und in Strohbande helfen. Zusammen im Gepäck mit seiner alten Piratenbande. Was man hier dabei nicht vergessen darf, weil es hier nicht mit dabei ist, ist zum Beispiel auch die Germa 66. Was ist denn mit denen? Konnten sie auch entkommen wirklich? Oder folgen sie möglicherweise der Strohhutbande und werden sie auch noch diesem Kampf anschließen? Ich meine, sie hätten zwar keinen wirklichen Grund dazu, aber weiß es ja nicht. Dann natürlich Whole Cake Island, da dürfen wir Big Mom nicht vergessen. Big Mom hat mit Kaido telefoniert und gesagt, hey, ich komme jetzt vorbei und hole mir Ruffys Kopf. Kaido hat angekündigt, er würde Big Mom töten, wenn sie wirklich dort auftaucht. Big Mom wird auftauchen. Und dann haben wir nochmal eine Partei, die dabei ist bei dem Riesenkrieg. Also kämpft halt dann jeder gegen jeden irgendwie. So stelle ich mir den Wano Kuni Krieg mittlerweile vor. Also einfach sich jeder mit jedem battelt und dann Kaido und Big Mom battlen sich und dann kommt auch Ruffy so rein und bing. Heftig.
Dann haben wir noch vom letzten Kapitel diesen Unbekannten, der hier im Knast sitzt, hier zu sehen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, deswegen will ich da nicht großartig spekulieren. Es könnte ein Charakter sein, den wir vielleicht schon kennen, oder einfach ein komplett neuer Charakter. Auch der wird irgendwie dann in die Story mit eingreifen. Was man hier jetzt auch nicht vergessen darf, was hier jetzt leider auch nicht drin steht, ist Ruffys Strohhut-Allianz. Also seine ganzen Leute hier, die er damals auf Dressrosa mit aufgesammelt hat, die könnten auch nach Wano Kuni kommen. Jeder von denen hat ein Stück von Ruffys Vivre-Card. Wenn Ruffy jetzt kämpft oder halt schon wie so jetzt schon gekämpft hat und eben so hart verloren hat, wie er es eben hat, wird ja seine Vivre-Card immer kleiner. Die geht ja immer mehr kaputt. Und das sehen natürlich die Leute in seiner Allianz auch. Und wie werden sie darauf reagieren? Ich meine, sie haben Ruffy die Treue geschworen. Das heißt, sobald sie sehen, dass die Vivre-Card irgendwie kaputt geht und sie eben dadurch ja wissen, dass Ruffy irgendwie einen Kampf verliert, müssen sie sich doch eigentlich alle auf den Weg nach Wano Kuni machen. Das heißt, wir dürften in Wano Kuni eigentlich auch wieder Bartolomeo sehen, wir dürften hier Hajrudin sehen, Leo sehen, etc. pp. Leo ein bisschen schwierig, weil der sich ja momentan bei der Reverie befindet. Könnte irgendwie komisch werden. Nicht, dass dann auch noch Vivi und so alle auftauchen, weil Leo dann sagt so, oh, Ruffy stirbt. Oje. Oder Leo wird in irgendeiner Form gefangen genommen. Die Marine sieht diese Vivre-Card, sieht, dass die immer kleiner wird und sie könnten sich dadurch auch aufmachen nach Wano Kuni, weil sie dann Angst haben, okay, was ist da jetzt los? Kaido und Ruffy verbünden sich vielleicht, bam bam bam. Und somit könnten sie die Marine Leute hinschicken, um eben dieses vermeintliche Bündnis nochmal aufzubrechen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. So, ja, Timeframe haben wir ja schon angesprochen. Tag 1 in Wano Kuni ist vorbei, Tag 1 der Reverie ist vorbei, in 2 Wochen wird der Angriff geschehen, in einer Woche ist eben die Reverie vorbei. Kommen wir hier wieder zu den Plotpoints, was es denn eigentlich Story-Relevantes gibt. Hier hätten wir zum einmal Tokis Prophezeiung. Sie sagte ja zu Orochi, in einer mondhellen Nacht werden 9 Samurai aus den Schatten treten und dich vernichten. So, diese 9 Samurai könnten jetzt Kinemon und Co. sein, diese 9 Samurai könnten aber auch die Strohhutbande sein. Wissen wir bisher noch nicht. Und diese werden dann halt eben gegen Orochi kämpfen. Und das Ganze wird in einer mondhellen Nacht sein. Deswegen kommen wir zum nächsten Part und zwar zu den Sulongs. Hatte ich ja schon erwähnt, dass die mit auftauchen. Dann spricht Arthur hier noch von einem Maulwurf. Das hatte ich jetzt, um ehrlich zu sein, wirklich vergessen. Und zwar geht es darum, Jack ist ja auf Zoo aufgetaucht. Zoo ist ja ein riesiger Elefant, der übers Wasser läuft und eben keine feste Position irgendwie hat, dass man ihn immer wiederfinden kann. Man braucht eigentlich eine Vivre-Card, um auf Zoo zu gelangen. Wie konnte es Jack sogar 2-mal schaffen, Zoo wiederzufinden? Schwierig. Also auch im Manga wird gesagt, eigentlich muss Jack eine Vivre-Card haben, sonst hätte er es so nicht gefunden. Und da wird er halt die Frage stellen, woher hat er diese? Gibt es vielleicht einen Verräter unter den Minks? Das wird auch noch gespannt. Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, gibt es eben noch das Poneglyph. Kaido ist ja ebenso wie Big Mom im Besitz eines Road Poneglyphs und damit einen Teil näher hin zum Raftle, hin zum One Piece und das wollen ja natürlich Ruffy und Co. haben. Das ist in allererster Linie das Wichtigste gewesen, weshalb sie überhaupt nach Wano Kuni gegangen sind. Ob Kaido noch weitere Poneglyphe hat, wissen wir noch nicht. Auch hier die Reverie habe ich ja schon angesprochen, ist momentan, was da passieren wird, müssen wir mal gespannt sein. Ist jetzt auch die Frage, ob jetzt halt nach dem nächsten Akt erstmal wieder ein Stückchen Reverie kommt, dann wieder Akt 2, dann ein bisschen wieder Reverie, dann Akt 3. Oder ob jetzt einfach die Reverie gar nicht mehr gezeigt wird. Und wir es nur noch im Grunde im Nachhinein erfahren, vielleicht durch eine Zeitung, was da passiert ist. Hier haben wir dann noch einen interessanten Punkt und zwar Kaidos Narbe. Ja, Kaido ist ja dieses unbesiegbare Wesen, welches durch nichts vernichtet werden kann, welches keinen Schaden erleidet, pipapo. Kann von 10.000 Meter Höhe von der Sky Island springen, nichts ist. Aber woher hatte diese verdammte Narbe? Könnte natürlich sein durch einen anderen Kaiser. Big Mom, Whitebeard, Shanks, wir wissen es noch nicht.
Wir wissen nur, damals vor 20 Jahren, als er in Wano Kuni eingefallen ist, hatte er diese Narbe noch nicht. Hat man ja auf dem Panel gesehen. Könnte auch sein, dass vielleicht Oden Kutsuki die ihm zugefügt hat während seines Einmarsches in Wano Kuni. Wäre auch eine Möglichkeit. Was für mich halt immer nur interessant war, ist die Tatsache der Form der Narbe. Und zwar diese Form der Narbe haben wir auch schon bei Ruffy gesehen. Er hat ebenfalls diese X-Narbe. Und ihm wurde diese Narbe von Akainu zugefügt. Heißt, könnte es auch sein, dass auch Kaido von Akainu diese Narbe bekommen hat? Wie wir ja wissen, wurde Kaido des Öfteren gefangen genommen und gefoltert. Möglicherweise auch das ein oder andere Mal eben von der Marine. Deswegen hat er ja auch ein paar Kriegsschiffe davon zerstört. Dann haben wir noch das Thema Liquor Iron Ore, und zwar dieses besondere Material, was in den Waffen verbaut ist, die man auf Dressrosa gefunden hat. Es ist wohl ein extrem seltenes und hartes Material. Und dieses wird vermutlich auch in Wano Kuni abgebaut. Deswegen auch diese ganzen Fabriken auf den ganzen Bergen wahrscheinlich dort oben. Und wo würde es besser hinpassen als zur Handwerkskunst der Wano Kuni Samurais, ganz ehrlich. Das Thema Poseidon hatte ich ja schon angesprochen, deswegen werde ich da nicht nochmal näher drauf eingehen. Drake's True Objective, ja, auch das habe ich schon angesprochen, muss ich auch nicht näher drauf eingehen. Was aber auch noch interessant wird, ist die Sache mit dieser Lurking Legend, die Oda angekündigt hat. Und zwar soll es wohl in One Piece noch eine Legende geben, die irgendwo versteckt ist. Und diese Legende wird der größte Feind, den die Strohhütte jemals hat. Und wie steht es hier ganz genau? Genau hier. The greatest enemy ever for Straw Hats will hinder the way. Es ist die Frage. Den Weg nach Raftel? Oder den Weg nach Onigashima zu Kaido? Dass diese sich noch dazwischen drin mit einmischt. Viele gehen ja momentan davon aus, dass der Captain der Rocks Piratenbande, zu der auch Kaido und Big Mom damals gehört haben, diese Lurking Legend ist. Wäre eine Möglichkeit. Vielleicht hat er auch diesen Kaiserstatus innerhalb von Wano Kuni. Oder vielleicht hat er sich eben damals, als Gabi ihn besiegt hatte, eben in Wano Kuni versteckt. Ich meine, wo ist ein besseres Versteck als in einem Land, wo komplett von der Außenwelt abgeschottet ist? Man kann sich nirgendwo anders besser verstecken. Ich muss immer ein kleines Stück trinken. Ja, und das war's dann auch erstmal zum ganzen Wano Kuni Akt 1. War auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Einstieg. Wie wir ja wissen, ist, wie gesagt, Wano Kuni in Akten aufgebaut. Im Kabuki Play gibt es insgesamt normalerweise 5 Akte. Akt 1 fängt langsam an. Charaktere etc. und Handlung wird vorgestellt. Akt 2 steigt schon mal, geht sehr rasant voran. Dort könnte es auch schon die ersten Kämpfe geben. Dieser erste Kampf könnte möglicherweise der auf Onigashima sein. Dann gibt es Akt 3, der dann diesen ganzen Höhepunkt setzt. Diese Höhepunkt müssen wir mal abwarten, worum es sich dabei handelt. Es könnte auch sein, dass in Akt 2 erstmal überhaupt gegen den Shogun gekämpft wird und Kaido noch gar nicht angefasst wird. Dann kommt Akt 4. In Akt 4 kommen auch öfters mal Kämpfe darin vor. Hier könnte es dann eben zu diesem zweiten Aufeinandertreffen sein, weil Ruffy beim ersten Aufeinandertreffen hart auf den Sack bekommen hat. Möglicherweise könnte Akt 2 auch einfach sein, eben diese Befreiung von Ruffy und dadurch entstehende Kämpfe. Und Akt 4 wird dann der richtige Kampf sein, beziehungsweise Akt 3 und Akt 4 zusammen werden dann dieser richtige Kampf gegen Kaido sein, mit diesem Riesenkrieg. Und was interessant ist, Akt 5 ist dann immer im Kabuki sehr schnell vorbei. Das heißt dann einfach im Grunde, ja, so, erledigt, ciao, geht nach Hause. So, das heißt, wir können auch in Wano Kuni dann erleben, dass nach dem Krieg im Grunde Akt 5, 2-3 Kapitel, und die Reise geht weiter. Sind wir mal gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses kleine Video hat euch gefallen. Vor allem diesen neuen Aufwand hier, wie man es auch immer nennen will. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Zeigt es mir mit dem Kamera ist da. Daumen nach oben. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Twitter folgen. Twitter Insane Network. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Haut rein. Ciao.